Hallo und willkommen zurück zu Factorio. Mein Name ist Ladioda und ich habe gerade keine Ahnung, was wir machen waren. Ich habe nämlich, ja, ein paar Tage nicht mehr gespielt. Und drum würde ich sagen, schauen wir mal rum. Beim letzten Mal, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, haben wir die Solarmodule gebaut, genau. Und ich habe einen sehr interessanten Kommentar bekommen. Und zwar, dass ich es doch mal probieren soll, dass die Solarmodule primär sind, dass die Akkumulatoren sekundär sind und dass hier oben die Dampfmaschinen tertiär sind. Mit anderen Worten, solange Energie verfügbar ist von den Solarzellen, wird nur die benutzt. Wenn die nicht mehr verfügbar ist, werden die Akkumulatoren benutzt. Und auch wenn die keine Energie mehr haben, kommen erst die Dampfmaschinen. Das klingt eigentlich ziemlich nach einer guten Idee. Hinzu kommt aber, dass wir von einem anderen Mod, wo war es dann, denn der hier, noch irgendwelche Solaranlagen bekommen. Das heißt, ich würde fast vorschlagen, wir warten, bis wir die hier haben und dann werden wir das Ganze machen. Was wir aber auf jeden Fall schon mal machen können, ist, dass wir unten die Produktion umstellen auf sekundäre Akkumulatoren. Das war. Wo war das denn? Haben wir das abgerissen oder kommt das noch weiter unten? Das war hier. Genau, hier. Und zwar wollen wir nicht primäre, sondern sekundäre einfache Akkumulatoren. Sehr gut, das benötigt natürlich auch die Sachen und die können wir irgendwie gerade nicht liefern, weil keine Ahnung. Aber jetzt. Gut, dann produzieren wir Research die complete. und dann würde ich sagen, machen wir uns gleich an die sehr gewisse Forschung. Das wirft meinen Plan, den ich irgendwann mal hatte und aufgeschrieben habe, natürlich komplett durcheinander, aber pff, und außerdem, ja, und so. Kennt ihr das ja schon von mir, dass Pläne nur so lange Gültigkeit haben, bis ich sie ändere? So, dann werden hier schon mal die produziert, die. So, wir könnten eigentlich schon mal ein paar tertiäre Dampfmaschinen herstellen. Machen wir das doch mal. Und ändern das da oben ab. Oh, hier kommt gar nichts mehr an. Das bedeutet, wir müssen mehr Eisen liefern. Wenn ich mir das hier so anschaue, dann ist da überhaupt nicht mehr Platz für Eisen. Ach du Schande. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Expressfließbänder. Da haben wir aber überhaupt nichts für. Dementsprechend, ja, werden wir da uns erstmal Gedanken machen müssen, wie wir das Ganze herstellen. So. Also, ich würde sagen, wir fangen oben an. Das sind die ältesten. Und kann ich die direkt ersetzen? Sieht so aus. Ja, dann machen wir das doch. Und die Reihe gleich mit. Oder? Ja, doch. Die Reihe wunderbar. So, tertiäre Dampfmaschinen, die arbeiten natürlich jetzt nicht. Weil, warum auch? Die arbeiten, aber das wird sich dann auch vermutlich bald legen. So, dann schauen wir mal. Was brauchen wir denn da, was wir nicht haben? Eisenplatten. Das ist neu. Eigentlich nicht. Das ist alt. Gut, hier sieht das eigentlich ganz gut aus. Hier staut sich sogar das Ganze schon. Es staut sich auch in dem Sinn, dass, ja, wir eigentlich zu viele Kupferplatten herstellen. Könnte man jetzt hier damit halben ändern, aber ja. Glaube ich, ist noch nicht wirklich nötig. Dementsprechend lassen wir das mal fürs Erste und klauen uns einfach ein paar Eisenplatten, die wir sammeln wir die irgendwo? Haben wir die mal gesammelt? Wollten wir die mal sammeln? Ja, ein paar haben wir jetzt. Ah ja, doch ein paar.
Ja, die Solarmodule zicken eh wieder rum, das ist nichts Neues. Woran scheitert es hier? An Raketen. Es kommen zu wenig Raketen an. Und hier scheitert es an. Woran scheitert es hier? Was brauchen wir hierfür? Fünf Eisenplatten und es. Oder Zahnräder? Ernsthaft? Der legt die zu weit hinten hin. Goddammit. Gut, dann werden wir das genau umtauschen. Also der hier hin und der dahin. So. Dann werden hier vielleicht auch mal ein paar Raketen produziert. Ja, das dauert eh ewig, bis die produziert werden. In der Zeit werden die schon genügend produziert und sonst was können die auch rauslegen. Das sieht gut aus und damit arbeitet auch die dritte, die mittlerweile fast genügend Raketen hat oder sogar genügend Raketen hat. Mal schauen. Ja, sie arbeitet auf jeden Fall. Dementsprechend sehen wir auch schon mehr Wissenschaftslabore und mir gefällt das Ganze wunderbar. So, in der Aufnahme ist es irgendwie gefühlt immer dunkler als bei mir. Drum werde ich euch ja, die Freude machen und ein paar Lampen bauen. Wo sind sie denn? Da sind sie. Moment, spinnt da gerade der Strom rum? Das fände ich nicht ganz so toll. Warum spinnt jetzt der Strom rum? Au. Wahrscheinlich, weil. Ach du Schande. Wegen den Akkumulatoren. Weil die irgendwie rumspinnen mit. Werde ich geladen? Werde ich nicht geladen? Und sowas. Das gefällt mir gar nicht mit denen hier. Aber gut. Wird schon. Irgendwie. Ja, wir hoffen jetzt hier einfach mal auf die Forschung. Und dann wird das schon. So. Zwischenzeit. Setzen wir noch ein paar Lampen. Hier vielleicht noch. Zwei paar mal nicht. Und hier noch eine. Oh, ich denke, jetzt ist es doch deutlich angenehmer, weil wenn man näher dran ist. So, wir hatten ja gemerkt, ja, die Fließbänder sind ja ganz schön, aber eigentlich wären die nächsten noch schöner. Was braucht man dafür? Zahnräder und die hier. Ja, gut. Könnte man jetzt sagen, dann machen wir das doch. What's your problem? Oh, Eisenplatten. Gut. Das heißt, das Problem sind Eisenplatten. Mal wieder. Oder auch wie immer. Wir nehmen uns hier mal ein paar mit. Und außerdem so ein paar Zahnräder. Und Eisenplatten. Ach du Schande. 10 Fließbänder. Und schauen mal, ob wir vielleicht etwas mehr Eisen aufs Band bekommen. Wie sieht das denn hier aus? Ja, der arbeitet schon gar nicht mehr, weil nicht genügend Platz frei ist. Hey? Ah. Zahnräder müssen erst hergestellt werden. Hier sind wir ja schon beim schnellen, ja, sind wir. Oh, dieses hervorragende. Hä? Wieso kann ich 5 hervorragend. Ah, okay. Weil der die hernimmt, die ich schon habe. Gut. So, wie sieht das jetzt aus? Besser. Mehr oder weniger. Okay. Wie sieht's hier aus? Staut sich da irgendwas? Sieht nicht so wirklich danach aus. Aber zumindest kommt Eisen bis ganz hinten hin. Und staut sich sogar. Dementsprechend können wir noch ein paar Lichtbögen öffnen. Lichtbögen öffnen, Lichtbögen öffnen. Haben wir schon welche? Sehe keine.
Dann bauen wir mal noch ein paar. So, dann können wir schon mal Strecken verlegen. Ich weiß nicht, ob wir ganz so viel machen, aber irgendwann, sicher. Wo sind sie denn? Da sind sie. Also, los geht's. Und Strommasten sind da. Perfekt. Und perfekt. Gut. Dann rein, rein, rein. Raus, raus, raus. Das sind natürlich jetzt keine halben. Kann eigentlich nur schief gehen. Aber ja, ich glaube, hier brauchen wir schon einen halben. So, schneller halber. Habe ich da noch welche? Sehe keine. Was nichts heißt. Hill? Schneller halber. Filter. Ich wollte keinen Filter. Habe jetzt echt einen Filter gebaut. Ah, großartig. Sehr schneller halber. Gut, dann nehmen wir den. Und da. Hier sollte das eh passieren. Dementsprechend. Oh, da staut sich's. Da kommt man rein. Ja, wo war er? Der schneller halber. Da. Gut, dann ersetzt man den einfach. Und dann sieht das gut aus. Ja, das sind jetzt ein paar. Die nehmen wir mal mit. Dann haben sie wieder ein bisschen mehr zum drauflegen. Gut. Wie sieht das hier aus? Eigentlich ganz gut, bis auf hier, da habe ich den anscheinend vergessen. Aber das lässt sich ja schnell ändern. Gut. Wir müssten sogar noch ein, ja, Module haben. Die werden wir dann auch gleich reintun. Maximaler Energieverbrauch. Und steht nicht da, wunderbar. Oh. Der auch. Anscheinend habe ich die gar nicht gebaut, eingesetzt bei den neueren. Dann wird das ja Zeit, weil, ja, weniger Energie ist immer gut. Vor allem bei diesen Teilen. So. Dann haben wir wieder etwas mehr Eisenplatten. Sieht auch, wie sich's direkt hier wieder füllt. Mal schauen, ob sich's bis unten hin füllt. Hier auf jeden Fall mal. Hier sieht es auch gut aus. Und ja, hier nicht so, aber kann ja noch werden. Okay. Also es ist erstaunlich, dass es sich auffüllt, aber doch trotzdem nur so wenig durchkommt. Irgendwie. Naja. Naja. Also wir brauchen definitiv mehr, was da nach unten geschickt wird. Und zwar so viel krass deutlich mehr, dass das fast nicht mehr feierlich ist. Weil ja, auf der einen Seite staut sich, also ich muss sagen, dieses Ändern auf die Dingens ist irgendwie nicht ganz so toll. Irgendwie, ich glaube eher, das liegt hier an den Akkumulatoren. Also mit denen bin ich mal gar nicht glücklich. Gibt es da irgendwelche besseren? Hier gibt es fortgeschrittene Akkumulatoren. Ich glaube fast, ja, wir werden dann auf die umsteigen. Die brauchen tertiäre einfache Akkumulatoren. Ja, das ist eigentlich wurscht. Wobei. Nee, ermöglicht. So rum. Hier rum jetzt. So rum. Okay. Der ermöglicht das da. Und zwar braucht der tertiäre. Ja, dann stellen wir doch gleich mal unten um auf tertiäre. Dann. Ja. Wird zwar etwas dauern, aber dann haben wir gleich die richtigen.
Und ja, mit der Dampfmaschine schauen wir mal, was wir da machen. Ich glaube, wir können hier schon ein bisschen ertragen, dass es mal kurz heißt. Ich weiß nicht, was ich will. So, was wollen wir hier? Das ist auch eine gute Frage. Tertiäre haben wir gesagt. Also stell mal Tertiäre. Nee, du doch nicht. Du sollst eigentlich gar nichts gerade herstellen. Weil die haben wir genug und spinnen nur rum. Und wir wollen die besseren. Hier, tertiäre einfache Akkumulatoren. Passt. Gut. Dann. Hier werden fröhlich die hergestellt. Hier werden fröhlich die hergestellt. Aber nicht genügend. Oh, Kupferplatten kommen hier an. Das ist sehr interessant. Obwohl die hier wirklich fleißig am Arbeiten sind. Das heißt, da könnte man sich überlegen, mehr zu bauen. Okay. Das Ganze funktioniert natürlich nur so. Oh, Eisen auf der einen Seite voll. Das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn genügend Eisenplatten vorhanden sind. So, ab hier staut's mit Eisen. Dann werden wir hier auch gleich mal einen. Wo sind sie denn? Da müssten sie sein. Sehr schneller halber, sehr schneller halber, der hier. Okay, jetzt dauert es wieder ewig. Und machen gleich ein paar mehr. Und da unten sind sie. So, also. Bei dir staut sich's, bei dir staut sich's. Bei dir eigentlich auch. Gut. Dann sieht das doch gut aus, dass sogar beide Seiten verstopft sind. Das könnte sich aber legen, sobald hier die 38 draußen sind. Ja, ich habe mich mal bereit erklärt, da ein bisschen was zu nehmen, weil das kann man denen ja nicht antun und so. Ja, hier staut sich es jetzt natürlich ein bisschen, aber das sollte hoffentlich in Kürze behoben sein. Hier ist kein Stau mehr und ja, gut möglich, dass wir das Ganze nochmal beschleunigen müssen oder auf zwei aufteilen. Ich glaube, ich muss ein ganz schnelles rein. Oder ein Express. So. So. Dann fließt das schneller um die Kurve. Da war nämlich irgendwas, dass man in den Kurven noch schnellere braucht. Ja, das ist nicht ganz so genial hier. Aber gut, dann haben wir halt ein paar, die zu viel produzieren. Das ist nicht schlimm, weil wir die auf jeden Fall irgendwie auch brauchen. Gut, kommt jetzt endlich unten genügend an. Na, not so much. Gut, wir könnten jetzt mal hier anfangen, die komplette hier, das Dingens da auch noch schnell zu machen. Und dementsprechend den Teiler natürlich auch noch. Haben wir da noch einen? Eher nicht. Sehr schneller Teil. Och, schon wieder Eisenplatten. Zahnräder. So, da. So, wie sieht's aus? Nicht besser. War das richtig? War das? Bitte sagt, dass das richtig war. Ah, nein, das war nicht richtig. So müsste es richtig gewesen sein. Gut. So, und dann das Ganze unterirdisch. Wo sind wir? Da sind wir. Okay. Und den restlichen Weg noch. Ich mache jetzt mal die Nicht-Special-Stücke zuerst. Hätte ich schon wieder abgetrieben. So, und ab hier ist ja eigentlich kein Ding, aber wir machen trotzdem. Oh, Zahnräder kommen an. Welch freudige Überraschung.
gut, das ist doch schön. Das ist sehr schön. Ja gut, das war schon wieder mit Zahnrädern, die ankommen. Aber hier können wir noch unterirdisch was machen. Und zwar hier rein und hier raus. Mal schauen, ob das was bringt. Vermutlich, sobald wir hier auch noch ein Teilerfließband rein haben. Oder ein paar mehr. Was fehlt's denn? Eisenplatten. Ha! Hätte das gedacht. Dass es ausnahmsweise mal an Eisenplatten fehlt. Gut, wo ist es hin? Wo ist es hin? Da. Ich brauche ja noch welche. Gibt's ja gar nicht. Also hier brauche ich noch eins und hier brauche ich noch eins. Was ist das dann? Komm, stell mal schneller her. Hier passt. Da ist auch noch ein. Ist das ein langsames? Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist es eins. Stellen wir gleich fest. Jetzt machen wir das erstmal hier. Gut. Jetzt hängt es zumindest hier schon mal nicht mehr. Brauchen wir jetzt eigentlich Zahnräder? Oh, hier liegt ja ein bisschen Eisen rum. Nehmen wir mal. Danke fürs Aufsammeln. Und ja, hier ist noch ein langsames Teiler. Fließband. So. Hier ist auch noch eins. Ja, das gibt's doch gar nicht. Jetzt aber. Oder will mir noch irgendwer erzählen, dass irgendwas nicht ist? Mittlerweile ist sogar der Stau weg. Einfach weil wir genügend, ja, das schnell abtransportieren, sodass es sich nicht rückstauen kann. Gut. Das ist doch schön. Ja, du wirst mal sehr schneller. Etwas weniger. Ach, jetzt ist es weniger. Eisenplatten können wir eh immer brauchen. Alles gut. So. Oh, hier oben haben wir jetzt wirklich einen Rückstau. Und gleichzeitig haben wir gesehen, dass wir jetzt doch mehr transportieren können. Also, sagen wir nicht nein, sondern erweitern noch mal eine Runde. Wir brauchen dafür aber auch neue Stromkabel und wir haben keinen Stahl mehr. Ja, jetzt kommen aber ganz komische Zeiten auf uns zu. Aber Stahl haben wir ja hier noch im Angebot. So, was können wir hier denn mal rausschmeißen? Wissenschaftspakete, ja, die habe ich aus Versehen aufgesammelt. Kommt mal in meine Irgendwas-Kiste. Meine berühmte Irgendwas-Kiste. Habe ich jetzt einfach beschlossen. Müsste berühmt. So. Raketen brauche ich nicht, die könnte ich aber wo reintun. Ja, aber werde ich jetzt eh nicht machen. Die brauche ich nicht. Das brauche ich gerade nicht, das auch nicht. Altmetall erstmal auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Holz vielleicht. Yellow irgendwas. Ja, passt so erstmal. Gut. Stahl habe ich. Strommasten, auf geht's. Lichtbogenöfen. Hier. Moment. Staut sich das wirklich oder sieht es nur so aus? Naja, notfalls arbeiten sie halt nicht. Oder langsam. So, wo sind jetzt die Strommasten? Da sind sie. So, und zwar, wir brauchen einen hier. Oder hier. Hier geht auch noch. Und einen erstmal da oben. Möglichst weit auseinander. Research complete. Solarenergie 1 ist erforscht. Die 2 können auch erforschen. Was braucht das? Solaranlage MK2. Was hat mir jetzt gerade das hier? Ermöglicht Solarmodul, was eine Solaranlage MK2 mit irgendwas herstellt. Und die braucht dieselben Solarmodule, aber mehr. Das heißt, die Module ist eh dasselbe und dann ändert sich einfach die Anzahl. Das heißt, wir können mit der Produktion beginnen und können schon mal sagen, hier bitte die besseren Akkumulatoren. Sehr schön.
mag es, wenn Sachen beginnen zu funktionieren. So, so soll es passen. Dann brauchen wir halber und noch ein paar schnelle Stein. Ernsthaft, jetzt fehlt es mir an Stein. Habe ich den rausgeschmissen oder hatte ich den nicht mehr? So, wo hatten wir einen Stein? Stein haben wir hier. Hallo, ich will Stein. Gut. So, das sind doch wieder ein paar. Schnelle. 20 Stück oder so. Da könnte man ja ein paar gebrauchen. Da, 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 da. Und raus, raus. Perfekt. Ich glaube, das sollte passen. Was fehlt? Richtig, Module. Und zwar Energiesparmodule. Gut. Und dann können wir uns dran machen. Zu schauen, ob das jetzt wieder... Ja, es gibt ein bisschen einen Rückstau, aber der ist noch okay, denke ich. Ja, doch, der ist okay. Gut. Ja, eigentlich sind wir in jeder zweiten Folge dabei, Eisenprobleme zu lösen. Aber Eisen ist halt auch echt das Wichtigste, wo alles dran hängt. Dementsprechend ist das schon okay. Dass das hier übrigens immer noch nicht hochstackt, beunruhigt mich so ein bisschen. Wie sieht das hier aus? Ja, hier staut's eigentlich schon. Bald, vielleicht. Also sobald's staut, ist natürlich die Chance, dass mehr nach unten kommt. Ja, sobald die Kiste voll ist, hört's natürlich auch auf. Gut, man könnte jetzt den mal kurz abbauen, weil 600 sind jetzt erstmal genügend. Und dann werden... Ja... Hier keine mehr hergestellt. Was nichts anderes bedeutet wie... Oh. 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 Es stackt. So langsam. Das ist ja schön. Dass ich das noch diese Folge erlebe und schon ist es wieder weg. Naja. Mittlerweile kommen die hier nach vorne und sobald das jetzt auch stackt... Ja. Wird eh nichts mehr genommen und dann geht das ziemlich schnell nach oben. Ja, und es ist soweit. Genau. Das ist doch schön. Und das ist vor allem ein guter Schluss für diese Folge, weil, ja, die Zeit sagt mal wieder, dass es eine ja, fortgeschrittene Uhrzeit ist, sozusagen. Und dementsprechend... bedanke ich mich fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.